Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Folge, einer weiteren Folge, meine Güte, das startet ja schon wieder hervorragend, zu einer weiteren Folge Guild Wars 2 Story. Ja, mehr oder weniger, wir kommen immer näher, wir müssen jetzt nur noch durch die Ebene von Ashford und sind dann schon im richtigen Gebiet. Hier sind wir auch schon in der Ebene von Ashford, ganz am Anfang noch. Ich muss auch aufpassen, dass mir das Wort nicht immer ein wenig falsch ausgesprochen von den Lippen kommt. Es hört sich doch schon nach einer gewissen Art an, die nicht so üblich ist. Ja. Warum sehe ich die unentdeckte Sehenswürdigkeit hier, obwohl ich den Kartenteil noch nicht aufgedeckt habe? Mysteriös. Aber gut, lassen wir uns davon nicht stören. Gehen wir mal weiter. Wir wollen ja die Karte ein wenig erkunden, während wir hier weiter vorrücken Richtung Story. Da gibt es hier auch bestimmt einiges zu tun. Einige Quests und so weiter. Wir haben ja auch schon mit einem Speer gesprochen, der hat uns erklärt, was hier das Hauptproblem ist. Und das zieht sich eigentlich durch die ganzen anderen Ascalon-Karte hindurch. Es kommen vielleicht noch Ogre dazu und ein paar andere Gegnerarten. Aber es sind auch wie in anderen Teilen von Tyria eigentlich immer so ein bisschen dasselbe. Ja. Immer ein bisschen dieselben Gegnerarten. So, hier haben wir bereits ein Event. Hier werden scheinbar Schar von Harpien angegriffen. Okay, da müssen wir natürlich was dagegen tun. Sind auch nicht die einzigen, die was dagegen tun. Ja, das sind auch schon eine Menge anderer Spieler, die hier sich anschicken, dieses Event zu erledigen. Und damit auch die Herzquest. Da kann man auch Fortschritt in der Herzquest erlangen. Das ist natürlich ideal für uns. Müssen wir gucken, dass sie hier so viel wie möglich von diesen Harpien erwischen, damit wir die Quest womöglich sogar abschließen können. Das wäre natürlich sehr gut. Momentan scheint es auch noch möglich, denn das Event ist noch lange nicht vorbei. Gut, noch lange nicht, ist vielleicht ein wenig übertrieben. Aber noch haben wir Zeit, noch können wir ein paar von den Gegnern hier erledigen. Jawohl, jawohl, das sieht gut aus. Da hat es wieder jetzt wieder kräftig Erfolg dazugegeben. So, da kommt schon die nächste Welle. Wird allerdings auch schon von den Mörsern niedergemacht, die da noch sind. Ah, da ist aber schon eine nächste Welle. Auch da beeile ich mich mal, dass ich hinkomme. Jawohl, alle erwischt. Sehr schön. Es dürfte dann jetzt wohl reichen, um die Herzquest abzuschließen, würde ich mal meinen. Na, komm schon. Nein, einen Gegner brauche ich noch. Aber da hinten hat es bereits eine nächste Welle. Da müssten wir auch noch hingelangen. Nö, aber da ist schon wieder eine. Wir müssen hier scheinbar so einige Harpien erledigen, um das Event abzuschließen. Weil halt das Event von den ganzen Spielern hier doch schon reichlich hochskaliert ist. Ah, hier noch eine letzte Harpie. Das Event ist allerdings schon bald vorbei. Oh, ich dachte, es wäre schon vorbei. Das war aber, glaube ich, nur die Herzquest, die uns da Erfolg versprochen hat. Aber ich denke auch, das Event dürfte locker erfolgreich verlaufen. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ist ja auch ein relativ niedriges, nur auf Stufe 5. Ja, da dürfen wir keine Schwierigkeiten mit haben. So, jetzt komm schon. Wie viele Harpien greifen hier denn noch an? Das ist doch schon fast ein wenig lächerlich. Ich glaube, die hier dürfte reichen. Nö! Ist ja Wahnsinn, wie viele da man besiegen muss. Da dreht sich mir ja schon der korrekte Satz. Und ich labere nur noch Blödsinn. Na gut, aber es ist halt heute ein bisschen ein Aufnahmemarathon. Ich will das wieder ein bisschen in den Griff kriegen und wieder regelmäßig veröffentlichen. Das stört mich ein wenig, dass ich da ein bisschen nachlässig geworden bin. Das liegt mir eigentlich gar nicht. Jetzt konnte ich die Quest nicht vorlesen. Oh, wie schade. Machen wir das eben mit dem Briefchen. Nachdem der lauthalse Char da seinen Text aufgesagt hat. Wir sollten die Schießbahn reinigen, bevor die Geier verrotten. Oh, okay, okay. Sie haben keine netten Worte für die Harpien übrig. Kann ich aber auch verstehen. Denn der Sinn dieser Harpien hier war es, glaube ich, Char-Junge zu klauen. Und wer tut sowas schon? Das ist doch voll fies. Na gut, wir kriegen hier ein Briefchen. Ein gar nicht so kleines Briefchen. Als Dank für meinen Mut. Ja, für euren Mut halt. Ja, so ist es geschrieben. Ich schreibe euch, um zu berichten, dass die Dorfbewohner von Rauchheim... Rauchheim, für eure Hilfe neulich zutiefst dankbar sind. Wie ihr uns beigestanden habt, als wir versuchten, unsere Weinberge vor den Toren Rauchheims zurückzuerobern, hat all jene von uns beflügelt, die von dem nicht enden wollenden Konflikt schon ganz erschöpft waren. Weinberge?
Okay, hier sind irgendwo Weinberge, aber ich habe keine Ahnung wo. Eure Unterstützung hat uns so viel Sicherheit gegeben, dass wir uns nun weiter um eine Lösung für des Geistesproblems in dieser Gegend bemühen. Geister gab es hier scheinbar auch. Durch das eine Event habe ich jetzt aber auch schon alles erledigt. Habe relativ wenig von dem Gebiet mitbekommen. Aber schön, ist jetzt nicht so tragisch. Wenn es uns gelingt, könnt ihr versichert sein, dass jeder weiß, welche Rolle ihr bei diesem Sieg gespielt habt. Oh, es ist aber nett. Ja, ich habe ein ganzes Event abgeschlossen. Wie heldenhaft! Aber gut, so ist es in den Startgebieten nun mal. Da ist noch nicht allzu viel Schwierigkeit dabei. So, da hinten sehe ich eine weitere Wegmarke. Da können wir gleich mal hingehen. In die Nähe. Und mal sehen, was da der Speer, der dabei steht, auch noch so von uns hören, für uns erzählen will. Meine Güte, heute ist aber nicht gut mit der Kommentation. Entschuldigt, Leute. Ach so, ja, hier sind die Geister. Ich verstehe schon. Weinberge kann ich allerdings immer noch nicht erkennen. Nicht so schlimm. Gucken wir, dass wir hier relativ unbeschadet durchkommen und nicht allzu viel Ärger mit uns schleifen. Dann kann ich nämlich gleich weitergehen, nachdem ich den Speer angesprochen habe. Muss mich hier nicht weiter um irgendwelche Geister oder sowas bekümmern. Oder noch schlimmer, Wein. Nein, Quatsch. Wein ist ganz lecker ab und zu. Dieses Land wurde von den Menschen jahrhundertelang verwüstet. Wir werden es uns von ihren Geistern zurückholen und unser Heimatland wird wieder uns gehören. In diesen Hügeln lauern Gefahren, denen es zu trotzen gilt. Ihr werdet ein wichtiges Rad im großen Getriebe der Legion sein. Macht euch bereit. Naja, wer hier was verwüstet, ist natürlich Ansichtssache. Ich finde fast eher, dass die Char hier die Städten der Menschen ein wenig verwüsten. Aber gut, wir wollen sie mal nicht provozieren. Es ist ja ihr Land. So viel ist, glaube ich, klar. Denn die Char wurden ja von den Menschen hier vertrieben und haben sich das Ganze eigentlich nur zurückerobert. Sehr brutal, keine Frage. Aber die Menschen waren da natürlich auch sehr, sehr kompromisslos und haben sich genauso erbittert gewehrt, von hier wieder zu verschwinden oder auch nur einen Teil des Landes zurückzugeben. Naja, gut. Wie es halt auch im echten Leben so ist, ne? Die Menschen wollen auf ihrem Land sitzen bleiben und auch nicht davon abrücken. Teilen ist nicht so groß geschrieben in der heutigen Welt. Und auch früher nicht. Nein, man will alles für sich haben. Klar, die anderen haben es ja nicht verdient. Ja, es ist bitter. Es ist eigentlich nicht zum Lachen, aber ja. Wenn man nicht drüber lachen kann, weinen bringt genauso wenig. Zwiebeln bringen allerdings etwas. Ich habe nämlich in letzter Zeit so ein bisschen festgestellt, dass diese geringen Erntesachen hier relativ viel wert sind im AA. Da kann man sich das gerne mal einsammeln und verkaufen. Das bringt schon einiges. So, diese Quest hier kann ich euch jetzt auf alle Fälle wieder vorlesen. Besiegt Geister, helft den Asche-Legion patrouillen. Rettet angeschlagene Soldaten und zerstört Ascalon Artefakte und Statuen. Das ist doch gemein. Hier einfach die ganze Geschichte der Ascalonier zu zerstören. Ja, aber es ist genau solche Kopfschlechtigkeiten, die mir bei den Char einfach nicht gefallen. Und auch die Umgangsart mit den Tieren ist genauso schlimm. Wenn wir ein wenig mehr durch die Gebiete der Char wandern, werden wir das schnell feststellen, was die da alles so mit den armen Tierchen anstellen. Und dann werden die mich vielleicht auch besser verstehen. Aber gut, hier ist bereits ein weiteres Event, das uns beim Abschluss der Herzquest sehr helfen kann. Ich werde hier auch jetzt wirklich zur Fernkampfwaffe tendieren, denn ansonsten kriege ich hier relativ wenig ab. Wir sehen es ja, es sind auch hier wieder sehr viele Spieler da. Und da muss ich echt gucken, dass ich nicht zu kurz komme, was die Mobs angeht. Ich sehe gerade auch, das ist, glaube ich, nicht das Event, das ich gemeint habe. Hier müssen wir keine Gebäude verteidigen, sondern eine Char selber. Na gut, das mache ich auch. Ist auch kein Problem. Ich habe ja nichts gegen Char im Grunde genommen. Ich habe ja auch eine ganz nah bei mir in meinem Trupp. Rox ist ebenfalls eine Char. Eine verstoßene zwar, aber nichtsdestotrotz eine Char. Oh Mist, jetzt ist das Event schon vorbei. Pech gehabt. Wir müssen irgendwie anders gucken, dass wir die Herzquest zu Ende bekommen. Ich wollte mich beweisen. Helft beim Aufbau des Lagers. Noch habt ihr mich nicht überzeugt.
Oh, da kommt eventuell noch ein Folge-Event, das könnte natürlich auch sein. Aber ich gucke mich mal kurz um. Haben wir hier noch irgendwas, was wir erkunden sollten? Ah, da oben einen Aussichtspunkt auf jeden Fall. Das kann ich ja kurz machen. Während die Char hier das Lager aufbauen und dann eventuell ein weiteres Event folgt. Hier sind auf alle Fälle jede Menge Ascalon-Artefakte. Ah, Moment mal, die sollten wir doch zerstören, richtig? Und wie erwartet, kommt da auch gleich ein Geist raus, der mit der Zerstörung gar nicht zufrieden ist. Was ja auch verständlich ist. Aber da waren doch noch mehr von diesen Artefakten. Genau. Ich habe, glaube ich, diese Quest hier noch kein einziges Mal regulär gemacht, sondern wirklich immer nur mit Events. Es geht hier relativ gut. Im ganzen Gebiet eigentlich. So. So werden wir natürlich auch schnell locker mit der Herzquest fertig. Es gibt nämlich immer ganz schön viel Fortschritt. Sehr schön. Und ja, wir haben auch bereits eine neue Daily. Es ist schon recht spät. Ich habe mich mal wieder zu einer Nachtaufnahme entschieden. Na gut, entschieden weniger. Ich muss mich echt mal ein bisschen beeilen mit aufnehmen, wenn ich da wieder zeitnah veröffentlichen will. Und das will ich eigentlich. Ich will euch da ja nicht warten lassen. Das mache ich nicht mit böser Absicht. Das passiert nun mal eben einfach. Ich kann auch nicht immer aufnehmen, das geht halt auch nicht. Ich habe auch noch ein Leben neben YouTube. Wen wundert's, wen wundert's? Oh, du blöde Hyäne, ich wollte doch nur hier diesen Char retzen und dann musst du mich gleich anspringen und anbeißen. Hier hört sich nicht. Okay, und hier ist jetzt ein weiteres Event. Das brauchen wir jetzt allerdings nicht mehr. Das lasse ich jetzt wirklich mal sein. Und lest euch lieber noch das Briefchen vor, das wir hier auch bekommen haben, als Dank für eure Hilfe. Schon wieder? Das war doch der Titel von eben auch gleich. Na gut, vielleicht ist der Text wenigstens ein anderer. Dank eurer Hilfe ist die Asche-Legion der Rückeroberung von Sieger-Präsidium ein Stück näher gekommen. Wie ihr sicher wisst, ist dieses Gebiet von immenser Bedeutung für den Kampf gegen die menschlichen Geister. Nein, weiß ich nicht. Aber jetzt weiß ich es. Danke für die Information. Ist bestimmt sehr wichtig. Ich möchte euch auch den Dank der Asche-Soldaten übermitteln, an derer Seite ihr gekämpft habt. Das waren auch nicht so ganz viele. Sie berichten, wie sehr ihr sie im Kampf gegen die Geister mit eurem Mut und eurer Tapferkeit inspiriert habt. Ha, das trifft doch ganz auf mich zu. Auf jeden Fall, ja, bin ich ja auch gar nicht eingebildet mit sowas. Nein, 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 ganz sicher nicht. Gut, wir ignorieren das Event hier mal und werden weiter die Karte erkunden. Das liegt mir dann doch eher am Herzen. Hä? Ich dachte, da wären Zweig. Irgendwo ist doch da ein Baum zum Abbauen, oder täusche ich mich da jetzt? Seltsam. Das sieht aus wie ein Schößling. Habe ich mich wohl verguckt? Das kann auch mal vorkommen. Ich will jetzt wirklich noch kurz diesen Aussichtspunkt da erhaschen. Bitte, bitte, ich möchte hin. Lasst mich hoch, ihr Felsen. Danke sehr. Warte mal, das ging hier durch. Jawohl, da hinten sieht man es auch schon. Da sind stufenweisen Felsen, die nach oben führen. Sowas ist immer verdächtig. Na klar. Ich denke, da bin ich auch nicht der Erste, der das hier entdeckt hat. Tausende von abgeschlossenen Aschfurt-Karten werden das sicher beweisen. Gut, da haben wir ihn auch schon, den Aussichtspunkt. Ein Char ist auch schon hier angelangt. Und wir sehen uns das Ganze mal an. Ah, sehr hübsch, sehr hübsch. Mit herbstlichen Bäumen. Und ja, schönen grünlichen Felsen. Es ist wirklich auch ein sehr schönes Gebiet. Allgemein Ascalon ist auch wirklich sehr schön gelungen. Grafisch sehr hübsch. Und eine Abwechslung zu anderen Karten, wie gerade die Zittergipfelkarte. Aber auch von Kryta unterscheiden sich die Karte von Ascalon deutlich, wie ich finde. Wie gesagt, eher so ins Herbstliche, während Kryta ja eher sommerlich oder frühlingshaft daherkommt. So, wie geht's denn jetzt weiter? Da hinten ist noch eine Sehenswürdigkeit, eine unentdeckte. Die holen wir uns doch auch noch gleich. Wenn wir schon hier unten sind, ja. Ich bin ja immer ein Fan davon, komplett alles zu erkunden, was ich aufgedeckt habe. Da gehe ich immer so ein bisschen meinen Prinzipien nach. Da sind noch mehr Zwiebeln. Die möchte ich mir doch gerne holen. Meine Brieftasche muss wieder ein bisschen dicker werden. Das wäre schon nicht schlecht. Und da ist noch jede Menge anderer Sachen. Schößlinge, Erze. Halt alles, was man in anderen Gebieten auch so findet. Ich glaube, hier ist alles Tier 1 in diesem Startgebiet. Ist aber auch logisch. So, sonst wäre es ja kein Startgebiet, wenn man da nicht auch mit dem Handwerk starten könnte. So, aber ich glaube, Kupfer und Holz kann ich sowieso auch noch gebrauchen.
Dürfte auch einiges wert sein, wenn ich es dann verkaufen sollte. So, bin ich jetzt hier immer noch auf dem richtigen Kurs? Jawohl, erstaunlicherweise ja. Habe ich mich hier richtig orientiert. Kommt auch nicht allzu oft vor. So, wir sind der Sache schon recht nahe. Hier müsste, glaube ich, auch eine nächste Herzquest auf uns warten. Ich weiß noch nicht, ob ich die machen soll. Jetzt haben wir sie auch schon aufgedeckt. Ja, da hinten ist sie nämlich. Aber wir müssen, glaube ich, eh in die Richtung vorstoßen. Schützt... Was? Schützt das Exploratoren-Hauptquartier? Ach so, indem ihr die Flammenlegion in der Gegend tötet. Ah, Flammenlegion kriegen wir hier also erstmal zu Gesicht. In Ordnung. Da haben wir, glaube ich, wirklich noch überhaupt nicht gegen gekämpft. Oh, ein Feuerelementar. Schnell weg damit. Die mag ich ja gar nicht. Ist ja auch nicht weiter erstaunlich. Und hier ist ein toter Char. Ein freundlicher Char, den müssen wir natürlich wiederbeleben. Und zugleich auch den Feind töten, der ihn hier wohl besiegt hat. So zumindest vermute ich das. So, aber das klappt hier schon ganz gut eigentlich. Jawohl. Es gibt auch immer gar ordentlich Fortschritt für... Wie jetzt? Der ist schon wieder gestorben. Seltsam. Oh, schade. Na gut, dieses Mal können wir ihn nicht mal mehr retten. Übel, übel. Aber es gibt alles schöne Fortschritt für die Herzquest. Das ist gut, das ist sehr gut. Dann muss ich hier auch nicht allzu lange dafür verweilen. Und hier, wo die Sehenswürdigkeit ist, ist, glaube ich, auch genügend Flammenlegion unterwegs. Sprich, wir werden die Quest hier auch, denke ich, relativ schnell und zeitnah erledigt haben. Ja, hier sind weitere tote Char. Und die Sehenswürdigkeit ist auch gerade erkundet. Wunderbar, sehr gut. Dann kümmern wir uns mal darum, hier diese feindlichen Char zu erledigen. Die Flammenlegion abtrünnigen. So. Gleich mal hier auf den nächsten drauf zu. Da hinten ist noch einer, den es zu besiegen gilt. Ich glaube, da runterspringen sollte ich nicht zwingend. Gut. Ich brauche aber noch ein bisschen was. Ich kann hier noch einen Char retzen und hoffe, das reicht mal. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Nein, wir müssen noch irgendwas machen. Fragt sich nur, was wir machen sollen. Ich glaube, draußen waren noch einige dieser Feuerschreine, die wir aktivieren können oder was es auch immer sind. Genau hier. Was? Energiequelle der Flammenlegion. Ach so, okay, in Ordnung. Was auch immer das genau bedeuten soll. So, die Aktivierung alleine hat noch nicht gereicht, aber ich denke doch, der Flammenelementarling hier müsste reichen. Jawohl, punktgenau hat es gereicht. Sehr schön. Wir lesen auch hier mal den Brief. Oh Mann, sind das immer riesen Textwände. Mission erfolgreich. Ich freue mich, euch mitteilen zu können, wie sehr eure Hilfe bei der Verteidigung des Des Exterminatus Hauptquartiers. Ach, das war gar kein Exploratoren Hauptquartier, sondern Exterminatus Hauptquartier. Was ein Wort. Zu den erfolgreichen Ausgang beigetragen habt. Ja, ja, ich habe hier Flammenlegion erledigt. Das hat sich ja sehr geholfen. Obwohl die Flammenlegion uns mit einer Welle wilder Angriffe nach der anderen überzog. Das habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt. Ich habe hier eher an der Wurzel rumgekämpft. Hieltet ihr wacker Stand und dünntet ihre Reihen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich solch Heldenmut von einem Soldaten unter Beschuss sah. Ich wünschte nur, ihr hättet bleiben können, um unsere Reihen beizutreten. Schon fast ein wenig schleimerisch, muss ich sagen, und etwas seltsam geschrieben. Aber gut, so scheinen hier die offiziellen Briefe der Char verfasst zu werden. Ich wage zu behaupten, dass die Flammenlegion es sich zweimal überlegen wird, bevor sie wieder einen Angriff gegen uns unternimmt. Cassis Eisenband. Ja, gut, würde man jetzt aber auch nicht erwarten, solch eine eloquente Ausdrucksweise von einem Char. Ist ja schon sehr beeindruckend. Muss ich meine Meinung von der Char vielleicht nochmal revidieren? Wer weiß, wer weiß. Gut, ich würde jetzt aber sagen, wir gehen auch nicht weiter hier unten lang, sondern halten uns schon eher an den Norden. Hier lang sind wir es ja. Das nördliche Ende ist der Übertritt zu der Karte, wo wir hin müssen, zu der Eisenmark. Von daher gehe ich jetzt wieder ein Stück zurück und wir gucken, dass wir da noch diese eine Sehenswürdigkeit mitnehmen, die wir ja auch aufgedeckt haben. Die müsste in einer unterirdischen Höhle zu finden sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, und das sind natürlich, wie in eigentlich allen Ruinen hier, menschliche Geister vom alten Ascalon zu finden. Ja, da gibt es sich eigentlich keine Ausnahme. Kann man sich relativ gut darauf verlassen. Ja, diese Verschlinger hier sind auch eine sehr Char-typische Sache. Ja, meistens die Pet von Char-Waldläufern oder dergleichen. Und sind hier in diesen Ascalon-Karten sehr häufig zu finden. In allen möglichen Rassen und Arten. Wo muss ich jetzt hier rein? Das ist die Frage. Ich weiß nicht so genau, wo der Eingang sich befindet, aber ist, glaube ich, noch nicht hier. Jetzt muss ich mich kurz mal nochmal auf der Karte umsehen, nicht, dass ich mich hier verlaufe. Jawohl, hier ist der Eingang. Das müsste hier direkt vor uns sein. Zu dem unterirdischen Gewölbe, wo auch die Sehenswürdigkeit zu finden ist. Ich glaube, auch in diesem Bereich ist das Intro der Char. Ja, da kämpfen sie gegen einen großen Geist, gegen einen Geisteranführer. Einen früheren Hauptmann der Ascalon-Armee oder irgend sowas in der Art halt. So, jetzt weiß ich nicht, soll ich da noch rein? Die Folge ist ja schon relativ bald vorbei. Und hier scheint alles nur so von Geistern zu wimmeln. Es ist auch ein Event da drin. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn wir das jetzt noch machen. Ah, gut, was soll's. Frischen Mutes voran und versuchen wir mal an dem Event sogar noch teilzunehmen. Da sind auch schon einige angeschlagene Personen, aber wenn da nur einer oder zwei dran sind, ist das natürlich verständlich. Oh. Ist aber nur ein Veterane, müsste also schaffbar sein. Komm schon, geh drauf. Sehr schön, geschafft. Wir haben sogar noch einen Goldabschluss bekommen und ich glaube, wir haben auch schon die Sehenswürdigkeit abgeschlossen. Genau, so ist es. Sehr gut, können wir also gleich wieder hier rausgehen. Ich glaube auch mit dem Boss hier ist die Geisterflut jetzt auch vorbei, die aus diesen Gewölben hier herausgeströmt ist und uns entgegenkam. Aber trotzdem gucken wir, dass wir hier wieder verschwinden. Hier ist es nicht sehr geheuer. Gehen wir also wieder raus und beenden da dann auch mal die Folge. Gucken, dass wir in der nächsten Session mal weiterkommen. Aber ja, ich befürchte, es wird leider wieder nichts mit in der Session zur Geschichte zu kommen. Das dauert alles einfach so viel länger, als ich mir das immer denke. Ich gucke mir das jetzt mal an. Ja, das wird in der nächsten Folge nichts. Da ist noch so viel Weg und selbst dann, wir müssen ja noch ein gutes Stück durch die Eisenmark gehen. Ja, gut. Aber ja, es ist ja trotzdem Spielen, Let's Playen und so weiter. Und wenn es euch langweilt, überspringt die Folgen, wo ich noch keine Story weitermache, ruhig. Ist das auch in Ordnung für mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn ihr mögt. Und bis dann.